Ich bin die Vira, ich bin hier für agentin.net und ich darf euch heute Tobi und Mart vorstellen, die mir ein paar Fragen beantworten werden zu ihrer Band. Für die von euch, die die Band noch nicht kennen, stelle ich jetzt einfach mal ganz einfache, plumpe Fragen. Zum Beispiel, ihr heißt ja Stahlmann. Ist das richtig? Das ist richtig. Gut. Und warum heißt ihr so? Man könnte jetzt mutmaßen, wenn man euch so anschaut. Aber nein, erklärt doch bitte mal, wie ihr zu den Namen kam. Eine nach dem anderen oder gleichzeitig egal. Also wir haben ziemlich früh, als wir die ersten Songs fertig haben, gehabt haben, eigentlich schon gedacht, okay, ja, wir wollen so ein schönes Gesamtkonzept stricken. Und und dann haben wir uns gedacht, okay, was machst du? Wir wollten was haben, was zu der Musik passt und was ein bisschen auffällt und wo die Leute stehen bleiben und erstmal gucken und denken, okay, da ist eine Band, die ist vielleicht ganz interessant und so. Und dann haben wir gedacht, okay, wir nehmen im Endeffekt die Blumen Group, ja, und machen das Ganze, portieren das Ganze so ein bisschen in den Rotzirkus rein, machen das halt in Silber und kreuzen das Ganze mit den grauen Männern vom Mond. Oh. Und so ist dann irgendwie diese Idee aufgekommen und und dann war natürlich auch der Name Stahlmann sofort Programm, alle fanden es cool und so lief das dann durch. Okay, cool. Magst du noch was hinzufügen? Ich glaube, hat alles ganz gut zusammen. Okay. Seid ihr denn so, jetzt ihr zwei zum Beispiel, schon immer in der Band zusammen oder hat sich da was verändert im Laufe der Jahre? Wie ist die Entstehung? Ich bin relativ früh ausgestoßen. Ja, und seitdem hatten wir an Bass und Schlagzeug einen Wechsel drin. Genau, was spielst du? Oder gleich? Er singt, ich spiele Gitarre. Singt, Entschuldigung, du spielst Gitarre. Gut. Ist nichts, wofür man sich entschuldigen muss. Ja, ist ja auch ein Spiel mit der Stimme. Ja, selbstverständlich, okay. Ja. Mehr? Dazu? Ja, wir haben angefangen, haben mit weit angefangen mit einem Mitglied, was da nicht mehr dabei ist. Das hat es einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Das war der Alex damals. Wir haben das zusammen praktisch, ja, fast die ganze Platte geschrieben damals. Und dann ist Tobi dazugekommen. Und ja, von da an waren wir dann halt irgendwie das Trio und hatten dann, wenn wir live gespielt haben, immer Schlagzeug und Bass einfach nur dazu genommen. Das heißt, eigentlich stand die Band aus drei Leuten, die einfach die Songs dann geschrieben haben. Und seit Anfang des Jahres kam dann der Olli dazu, von dem der früher bei den Schröders gespielt hat, okay, und der Feierabend. Die kam dazu, weil wir schnell neue Leute brauchten. Ja, und es hat einfach total gefunkt. Das heißt, die wurden sofort integriert, wir hatten einfach super viel Spaß zusammen, dass wir zum ersten Mal gedacht haben, okay, das sind einfach die richtigen Leute, die wir jetzt halt brauchen. Ja, und dann lief es zwei Monate so wahnsinnig gut zusammen, dass wir gedacht haben, okay, das ist es jetzt und wir wollen auch gar keine anderen Leute mehr haben. Und dann haben wir gesagt, okay, von dem Moment an war Stahlmann halt zum Erfolg. Du kannst dich gerne bewerben, aber du findest bestimmt einen Platz für dich, bin ich ganz sicher. In der Ecke mit meinem tollen Kostüm. Ja, ich würde nach vorne stehen. Ja, ich würde auch nach vorne stehen. Naja, okay. Cool. Ja, dann erstmal Glückwunsch, das klingt auch richtig gut, wenn das alles so harmoniert und perfekt. Ja. Kannst du irgendwie, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Das stimmt. Das ist ein weiter Weg ausmachen. Und Leute, die sich super gut verstehen, finden. Genau, und ihr habt ja auch richtig was gemacht. Ihr habt ja jetzt eine, also die CD heißt ja Stahlmann. Die CD heißt Stahlmann. Und die neue Single heißt Hass mich, lieb mich. Genau. Richtig? Okay. Dann, wie ist denn da zum Beispiel, wer schreibt die Texte? Du, weil du singst? Mhm. Okay. Und wie ist das denn, wenn so ein Lied entsteht? Ist das dann einfach so? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Texte? Also es gibt einmal so die Variante, dass man halt den Text hat. Das heißt, du hast irgendwie ein Gefühl oder ein Bild im Kopf, was dich sehr beschäftigt, und dann schreibst du es auf und schreibst den Text. So läuft es zumindest bei mir. Meistens, wenn irgendwie draußen alles grau ist und sowieso alles mies, dann kann ich einfach am besten schreiben. Nein. Im Gegenteil. Für mich ist es ja einfach so, wenn draußen die Sonne so scheint und ja, nur einfach dann schafft man halt auch lieber am Baggersee als Songs zu schreiben. Ja.
Aber wenn es groß grau ist, dann schreibe ich zum Beispiel super gerne Texte. Das heißt, ich schreibe sie einfach, die sind dann einfach da, du hast dann Bilder im Kopf, erinnerst sie zurück an verschiedene Sachen, schreibst die Texte und dann schicke ich die Jungs rum, den Jungs rum und jeder hat seine Ideen dazu. Andersrum gibt es das genauso. Tobi sitzt zu Hause irgendwie, hat einfach eine coole Riff-Idee, nimmt sie auf. Zeiten vom Internet, ratzefatz rübergeschickt, und dann inspirieren wir uns einfach gegenseitig, ja, und dann treffen wir uns zusammen, bringen unsere Ideen zusammen, und so läuft das dann halt. Und dann nehmen wir den Song gleich richtig auf. Ihr wohnt auch alle so, dass ihr euch öfters so wir wohnen relativ nah zusammen, können, ja. Genau. Optimale Ideen. Genau. Ich wurde mal gefragt, ob ich, ach, wir sehen euch später, in einer anderen Band. Das war lustig, und die haben sich aber, konnten sich nie treffen, weil die alle so furchtbar weit auseinander wohnen. Das ist bei uns super. Also wir haben zusammen einen Weg, halbe Stunde oder so. Ihr wohnt in Deutschland? Anders. Wir wohnen in Deutschland, okay. Ja. Und dann würde ich nämlich noch eine Frage stellen wollen, gerne. Und zwar, ihr singt ja auf Hochdeutsch. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber warum singt ihr auf Hochdeutsch? Ich meine, gut, es ist wieder naheliegend, aber andererseits kann es ja auch sein, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. So, also das hat einfach den Grund, dass wir jeden Tag in der Sprache sprechen. Vielleicht am wohlsten fühlt oder am fließendsten sprecht oder so. Naja, Texte sind super wichtig. Und ich möchte halt, wenn ich was singe oder einen Song schreibe, dass derjenige es auch versteht. Man muss halt so sonst ganz oft im Bereich. Genau, ich liebe dich, du liebst mich, Friede, Freude, Eierkuchen. Und bei uns spielen Texte halt schon eine gewisse Rolle. Und ich möchte halt schon, dass das, was man ausdrücken möchte, man versteht und dass man den Freiraum hat, sich selber hineinzudenken und selber Gedanken darüber zu machen. Dass jeder seine eigenen Bilder dazu malen kann. Und das kannst du eigentlich nur, wenn du halt auch das in deiner Heimatsprache machst. Ne? Wenn du anfängst, die ganzen Sachen zu schreiben und zu übersetzen, weil man denkt das halt auch auf Deutsch, ja. Ne? Also wenn du als Deutscher oder als Schweizer, nehmen wir jetzt mal an, genau, dann wenn du jetzt zum Beispiel ein Gedicht schreiben würdest, ich fluche auf Schweizer Deutsch und spreche, aber wenn es um sachliche Sachen geht, lieber Hochdeutsch. Und da wollte ich auch noch mal fragen, wegen dieser, zum Beispiel, also für mich als Doppelbürgerin, ich finde, Schweizerdeutsch klingt so sehr ein bisschen weich, so, grüezi miteinander, lalalalalala, die Betonung ist so sehr weich und Hochdeutsch, das kann man schon sehr abgehackt und hart sprechen, ja? Mhm, ist das zum Beispiel vielleicht auch mit ein nicht ein Grund, aber ist das gut zu nutzen für die Texte, für die Art der Musik eventuell? Mhm, das kommt drauf an. Also so hart und Hochdeutsch. Ja, hart und Hochdeutsch ist gut, wenn ein Song hart und brutal sein soll. Wenn er halt etwas gefühlsvoller sein muss, hast du da eher Schwierigkeiten. Das ist Schweizerdeutsch lernen. Ja, okay, das wäre eine gute Variante. Ich werde morgen einen Kurs machen. Aber generell machen wir uns da gar keine Gedanken drüber. Es ist einfach so, wie es ist. Es ist einfach da und gekommen und klingt es hieß jetzt nie irgendwie so, wir müssen jetzt so stumpf, stupide Deutsch klingen, weil deswegen sprechen wir Hochdeutsch, sowas nicht, sondern es war einfach so, dass nein, das du meinst so das auch gar nicht, also stumpf, stupide meinte ich auch überhaupt. Nee, ich meine gerade, also korrekt, dann halt korrekt Deutsch, gerade korrektes Hochdeutsch. Wir sprechen einfach so. Wir sprechen einfach so. Und wir können gar keinen Dialekt. Nee. Ja. Okay. Gut. Nee, weil viele versuchen sich jetzt zu verbiegen und dann auf Englisch, weil das dann ja international und so weiter. Aber mittlerweile ist es ja sogar so, dass, was weiß ich, in den USA die Leute auch mal dann auf Deutsch hören. Ja, sehr gerne sogar. Ja. Trend. Ihr werdet gezwungen sein, ihr werdet die CD zu kaufen. Weil nämlich, sie ist gut. Kannst du bitte finde ich falsch, hier, mal einen Song raussuchen und was Spannendes dazu erzählen. Bitte. Mhm. Oder was Langweiliges. Aber was Langweiliges? Wir haben keine langweiligen Songs, das ist das Problem. Wir haben nur Hit-Singles auf dieser Platte. Ja. Deswegen macht mich das jetzt super, bringt mich das in eine super schwierige Lage. Okay. Für mich der wichtigste Song auf dieser Platte ist Mein Flehen, das ist eine Ballade. Weil
das Ding ist einfach ein super Stück Persönlichkeit von mir, was im Zusammenhang steht mit einer lieben Person, die mir sehr, sehr wichtig war und von uns gegangen ist. Eigentlich ist das Song so ein bisschen outstand und deswegen möchte ich mich bei den Jungs nochmal bedanken, dass sie das einfach so akzeptiert haben, dass wir das Ding machen. Was fällt so ein bisschen außer Art, ist halt wie gesagt eine Ballade und beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Tod und mit dem, was da drüber hinausgeht. Für mich an einen super lieben Menschen gerichtet, Else Bär, meine Großmutter, die sehr, sehr viel für mich getan hat. Wenn sie mich dort oben hört, der Song ist immer noch für sie und das ist für mich der wichtigste Song auf der Platte. Ich muss erstmal atmen. Okay. Jetzt bist du sprachlos, ne? Ja. Ja, wie gesagt, so eine CD ist immer so ein, für mich, wie gesagt, so ein Stück Persönlichkeit und alles, was da drauf ist, hat irgendwie schon seinen gewissen Hintergrund und auch eine persönliche Beziehung zu uns. Und deswegen haben wir diese Stücke ausgewählt. Und wie gesagt, mein Flehen unbedingt anhören, lohnt sich. Ja, mein Favorit von der Platte ist der Song Steinmann, weil er einfach super direkt und energiegeladen ist und eigentlich ziemlich gut beschreibt, wie wir unterwegs sind. Und, ja, knackig, kurz, energievoll. Ja, Steinmann. Okay, super. Dankeschön. Ich halte es nochmal hin, weil es so schön ist. Und könnt ihr im Chor nochmal sagen, wie man euch im Internet findet? www.myspace.com Stahlmann Musik. Das war fast ein Chor. Das war jetzt die einzige Stimme, du machst jetzt die zweite Stimme. 1, 2, 3. www.myspace.com/Stahlmann Musik. Können wir das schneiden? Wir versuchen es nochmal. Okay. Ich zähle runter. 3, 2, 1. www.myspace.com/Stahlmann Musik.